2013 Rap-Konzert, alles andere ist menschenleer. Wir lernen uns kennen, Leipzig represent. Drei junge Musiker, Träume groß, Studio-Part. Entstehen nur wenig später, schenk was vom Fuße nach. Ey, yo, kämpfen gegen Lucifer, guter Tag. Wenn wir tun, was unsere Musse sagt. Blick in die Zukunft, hochmotiviert. Mit dem Gefühl, dass etwas Großes passiert. Shooting Stars. Jeder, der mich kennt, braucht mir die Frage nicht stellen. Die Antwort ist klar, es gibt nur eine Antwort. Chemie ist mein Leben, Chemie ist meine Familie. Mehr als nur Fußball. Beim Jam gegenseitig motiviert. Warum nicht eine Platte für Chemie produzieren? Wir können alle profitieren, wenn sich diese Scheibe bewegt. Etwas Großes entsteht aus einer kleinen Idee. Jeden Tag ins Kaff gefahren für einen krassen Part, Masterplan. Jetzt haben wir das Cover in der Hand. Der eine auf dem Platz und der andere in der Kurve. Folgt dieser Spur, um zu finden, was du suchst. Viele werden das nicht verstehen, doch diese Liebe ist echt. Kein Bibeltext, es gibt nichts, was Chemie ersetzt. Hört diese Platte, um zum Stadion zu kommen. Dem Alltag entronnen, dieser Tag ist schon gewonnen. Unser Emblem über den Dächern der Stadt. Grünes Blut in den Venen, was uns zu Chemikern macht. Das Licht ist am Strahlen durch gute Musik. 2019, Flutlicht-Epie. Jetzt hab ich endlich bisschen Fuß gefasst. Kann in den Spiegel gucken, sagen, hast du gut gemacht. Bei anderen läuft es nicht, die stolpern auf den Stufen. Fast das Game ist glatteis, doch an meinen Chuck sind Kufen dran. Alles ist cool, entspannt und läuft so wie es sollte. Nein, es läuft sogar viel besser, denn es läuft so wie ich wollte. Bin ich sicher, was Erfolg ist, doch ist mir egal. Solange Mama sagt, dass sie jetzt auf mich stolz ist. Ey, ich leg ne Hand dafür ins Feuer. Würd euch gerne überrollen, doch der Panzer ist zu teuer. Also komm ich an den Öffentlichen mit Gabeln und Löffeln, Kit, um mir das Stück vom Kuchen zu krallen, dass ich gern möchte. Ich hab, glaub ich, gar nicht so viel zu verlieren, wenn ich sage, dass das sowieso nichts wird. Denn ich stapel lieber tief, mich stark nach oben orientierend, bis ich irgendwann den Boden nicht mehr spür. From the cradle to the grave, yeah, ey, frag nicht, was mein Ziel ist. Das ist ganz und gar beliebig. Ob ne Ganja-Farm in Amsterdam, ein Haus in der Karibik oder Panzer fahren den ganzen Tag, weil ich den Scheiß nicht kriege. Oder Headline am Splash und vor paar tausend Leuten spielen, die die Texte so gut können, dass ich ausflippe und fliege. Doch wo's hingeht, eher ungewiss. Viel zu viele Pläne, bis ich wieder mal im Dunkeln sitz. Vielleicht lande ich am Ende in der statistischen Unterschicht. Schau zurück auf mein Leben jetzt und wunder mich, wo schief gegangen ist und was die Gründe dafür waren. Vielleicht was Uni, um mehr als eine Stunde zu verschlafen. Vielleicht aber auch Nieren, Honey pumpen nur für Gras. Und vielleicht ist das alles auch egal. Ey, vielleicht werde ich's nie erfahren. Die Leiden des jungen bunten Hund, ey, unter uns geht um Vernunft, lauf ich meistens nur drumherum. So, lang ist's her, lange gab's kein Shadow-Vlog mehr. Und damit auch heute mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit ein Nachwort. Für alle die, die nicht wissen, was das ist eine kleine eigene Rubrik, die ich immer bei Stadionvlogs gemacht habe, um nochmal das Stadionerlebnis bzw. den Ground Review zu passieren. Meistens ist es ungecuttet wie jetzt gerade und ist halt einfach gerade alles real und alles meine Gedanken, die gerade mit so diesen eben jeden vergangenen Wochenende im Kopf rumschweben. Habe ich wie gesagt lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gemerkt habt im Vlog, ich habe mich ein bisschen mehr ausprobiert, ein bisschen mehr editiert und denkt mal, die einen oder anderen wird es besser gefallen, die anderen oder anderen vielleicht auch nicht. Lasst mich das auf jeden Fall gerne mal in den Kommentaren wissen. Könnte sein, dass es im Laufe des nächsten Jahres dann mal wieder ein paar mehr Stern-Vlogs gibt. Hab auf jeden Fall richtig Bock, welche zu produzieren, muss mich aber erst wieder ein bisschen finden, weil nachdem man solchen ganzen Fangesängen und Ultra-Best-of-Kram zusammengeschnitten hat, ist es ein bisschen schwieriger, sich da wieder reinzufuchsen. Und zudem bin ich gerade, wie bei sowas hier, immer ein bisschen nervös aufgrund meiner eigenen Stimme, weil ich persönlich meine eigene Stimme nicht mag, beziehungsweise sehr ungern höre. Außerdem rede ich sehr schnell, wie ihr vielleicht merkt, und dadurch verhaspel ich mich auch ab und zu, und das ist mir teilweise sehr unangenehm. Deswegen will ich jetzt nicht weiter drum rumschnacken und kurz noch zu den Crowns kommen. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, 4 Crowns in ungefähr 24 Stunden, 4 Spiele mitgenommen. Das war unter anderem das Standard Lichterfelder, das vermutlich im Volksmund am schönsten bezeichnet Stadion, so zumindest am wahrscheinlichsten.
große Betontribüne, im weiten Rund mehrere Stehmöglichkeiten. Unter der Tribüne dann so eine Art Dammsitz, würde ich jetzt mal so sagen. Denn ja, rechts neben der Tribüne gab es auch so einen kleinen Gästeblockkäfig, wo dann halt, wenn ein Verein kommt, der eine anzunehmende Szene hat, würde der auch geöffnet sein. An diesem Tag war es nicht der Fall. Auch noch besonders erwähnenswert ist wahrscheinlich, dass im weiten Rund des Stadions immer mal wieder so kleine Banden gab, wie halt eine Antirassismusbande und eine Bande mit dem Spruch: Du musst in dir das entzünden, was du in anderen brennen sehen willst. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Auf jeden Fall ein sehr schöner Spruch. Das war auf jeden Fall wirklich positiv. Nichtsdestotrotz, sehr cooler Ground. Jetzt kein Muss-Ground. Berlin hat sehr, sehr viele schöne Stadien. Zum Beispiel das Mommsen-Stadion, was ich noch nicht gemacht habe. Die alte Försterei habe ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Das wird auf jeden Fall, beziehungsweise auf jeden Fall hoffentlich noch kommen. Der zweite Grund an diesem Tag war dann der Teschsportplatz am Prenzlauer Berg. Dort hat die zweite Mannschaft von der SG Rotation gegen die zweite Mannschaft der SC Berlin Amateure gespielt. War ein sehr unterhaltsames Spiel. 2-3 ausgegangen, 0-2 zur Halbzeit. Prenzlauer hatte sich dann zwischenzeitlich wieder auf 2-2 zurückgekämpft, um dann kurz vor Schluss dann doch wieder das 3-2 zu fressen. Sehr gemütlicher Ground eigentlich, bloß es war halt sehr kalt und dadurch ist es halt offenbar auch sehr windig. Ich denke mal, im Sommer, wenn man da mit ein paar Freunden hingeht, bisschen hoppen, da gibt es auch noch in der Ecke so eine kleine Art Kneipe, so einen kleinen Verpflegungsstand. Ich denke mal, da wird eh niemand kontrollieren, da kann man auch eigenes Bier mit reinnehmen und so weiter. Das wird wahrscheinlich richtig, richtig gemütlich sein im Sommer. Nur war es halt leider bei uns jetzt in etwa eher kalt und dadurch nicht unbedingt jetzt bei mir in bester Erinnerung. Nichtsdestotrotz schöner Ground, auch trotz Kunstrasen und sehr erwähnenswert auch noch ein kleiner bierbäuchiger Mit-30er namens Dirk in der Mannschaft von der SC Berliner Amateure 2, den wir sehr, sehr belächelt haben, aber der leider nicht mit einem Tor belohnt wurde. Grüße gehen raus an der Stelle an den lieben Dirk, Fußballgott. Der dritte Ground war dann am Sonntagmorgen der Lilli-Henau-Sportplatz in Kreuzberg. Der liegt direkt am Tempodrom, das ist eine Veranstaltungsstätte. Sowas wie, für alle, die jetzt hier aus Leipzig kommen, wie ich, sowas wie Arena Leipzig kann man grob vergleichen. Da finden teilweise Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Architektonisch sieht das sehr, sehr imposant aus. Der Crowd an sich, auf dem wird auch Berlin-Liga gespielt, also die 6. Liga. Merkt man jetzt nicht unbedingt viel von. Der Crowd hat ja 3 oder 4 Stufen. Die sind sehr, sehr hoch. Hat zwar eine Balustrade zwischen Platz und Rängen, im Gegensatz halt zu dem Teschsportplatz am Prenzlauer Berg. Aber nichtsdestotrotz war es halt nichts Besonderes. War cool, wahrscheinlich einer der besten Amateursportplätze in Berlin. Spiel halt erste Kreisklasse Berlin B. 0 zu 0 ausgegangen. Viele Hopper waren zwar da, aber mehr muss man eigentlich gar nicht, glaube ich, zu den Crowns sagen. Der vierte Crown war dann das Poststadion in Moabit. Dort hat meine glorreiche BSG Chemie gespielt und ein 1 zu 1 geholt, sehr, sehr verdient. Die Parkplatzsituation war dort, wie eigentlich in ganz Berlin, sehr, sehr schlecht. Bloß dadurch, dass es halt am Stadion nicht nochmal einen extra Gästeparkplatz gab und Moabit jetzt auch kein schlecht bewohntes Wohnviertel in Berlin ist, war das sehr, sehr schwer und hat lange gebraucht. Der Weg zum Stadion ist auch nicht unbedingt optimal, dann je nachdem, wo man parkt. Der Gästeblock an sich ist relativ gemütlich, ein paar Stufen. Und Support ist auf jeden Fall gut möglich. Die Catering-Möglichkeiten sind nicht so gut, weil nur ein Stand war mit Getränken und Essen. Und dadurch gab es relativ viel Chaos und das bei vielen mit gereisten Chemikern. Ist natürlich klar, kann man besser lösen, aber letztendlich kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich denke mal, die Berliner werden daraus lernen. So am Ende gesehen, 4 tolle Grounds, wirklich Berlin tolle Stadt, möglich zum Hauptmann auf jeden Fall. Und das wird auf jeden Fall wahrscheinlich das einzige Berlin-Wochenende mein Leben gewesen sein. Es gibt so viele tolle Grounds. Schaut euch gerne mal über Google oder andere Portale da die Möglichkeiten an. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall was Cooles finden, falls ihr auch mal sowas Ähnliches machen wollt. Noch ein kleines kurzes Ding in eigener Sache. Ich habe mir auf Instagram nach langem Überlegen und eigentlich großer Motivation eine kleine Hopper-Page angelegt. Findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Erster oder zweiter Link,
check das gerne mal ab, falls ihr da auch interessiert seid, welche Crowns ich sonst so mache, denn es kommen ja zu eher wenigen Videos. Ich habe jetzt bestimmt seit knapp den halben, dreiviertel Jahr kein Steinblock mehr gebracht. Und falls euch das interessiert, dann checkt das gerne ab. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet das gerne. Und ja, kommentiert, liked, abonniert, lasst sonst gerne irgendwelche Bewertungen da. Bleibt konstruktiv. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.